Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautmann. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Assassin's Creed. Jawollo. So. Ja. Wir müssen zu Pericles. Mal gucken, wie wir da hochkommen. So. Hier vielleicht? Kommen wir hier durch? Nö. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Oh, warte mal, das wollte ich hier gar nicht. Oh, können wir hier hochklettern? Nein, dürfen wir sogar noch nicht mal. Warte mal, aber hier... Entschuldigung. Warte mal, hier war... Irgendwo war eine Treppe. Das weiß ich noch. Ah ja, hier. So, sehr schön. So. Hier ist Pericles. Also quasi hier drin. Guck mal hier, Schlafgemach, auch nicht schlecht. So. Alright. Cassandra. Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Aspasia hat mich geschickt. Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Warum wolltest du, dass Phidias flieht? Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Warum ließest du deinen eigenen Freund verbannen? Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Okay, warum hast du Metiochos an einen so gefährlichen Ort geschickt? Warum schicktest du Metiochos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Okay, ich muss dir etwas sagen. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja, Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Du solltest diese Drohung ernst nehmen. Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Pericles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf sie hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt. Und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe deinen Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen.
Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. So. Okay, sehr schön. Verlasse das Symposium. Okay, warte mal, da müssen wir aber in die Richtung. Oder auch nicht. Eieiei, ist blöd, wenn wir mit dieser Kleidung nicht einfach runterspringen können, ne? Schon ein bisschen doof, aber egal. Dann machen wir das standesgemäß. So wie sich das gehört. So. Entschuldigung. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du? Du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich bin bereit zu gehen. Ich hatte genug Athena-Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Was weiß ich? Ich reise nach Chaos. Jo. Es gibt eine Frau auf der Insel Chaos, mit der ich sprechen muss. Das ist mein nächstes Ziel. Dort soll es doch Piraten geben. Ich werde vorsichtig sein. Gut. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kefalenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kefalenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab. Ja? Ja. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Jo, richtig. So. Bettelst du dieses Mal nicht darum mitzukommen? Nein. Mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kefalenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Auf bald, Cassandra. Okay. Ah, okay. Sehr schön. Eine Ubisoft-Club-Herausforderung haben wir gemeistert. Und wir haben wieder mehrere Quests angenommen. Auch nicht schlecht, wollen wir jetzt gucken mal. Aber wir können Fähigkeiten technisch müssen wir mal gucken. Ne, wir haben noch keine Fähigkeiten. Quests können wir auf jeden Fall machen. Schauen wir mal. So. Ja. Verbessere deinen Speer. Okay. Was haben wir da? Die Augen des Kosmos. Können wir das direkt machen? Glaube nicht. Nein. Dann, ja, genau, es wird ja auch nicht angezeigt. Muss ich ein bisschen besser drauf achten. So, es gibt auch neue Söldner. So. Nee, dann, machen wir mal alle. Nee. Ah, das Insel des Unglücks, genau. So. Genau. So. Dann müssen wir wieder aber in diese Richtung. Also genau wieder in die andere Richtung. Und müssen natürlich... Athen verlassen. Aber das macht nichts. So.
So, können wir hier unseren Gaul holen? Oh, der rennt alles um. So. Und weiter. Gucken. Hier ist dich belagert. Nebenstube. Oh, Entschuldigung. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ja. Weiß nicht, ob es hier so schlau war mit dem Pferd. So. Naja, egal. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Warum haben wir hier keine Minikarte mehr? Das stört mich ein bisschen. Mama, dann gucken wir mal hier auf der Karte. Weil könnte ja sein, dass hier vielleicht noch irgendwas Cooles ist. Ja, hier ist zum Beispiel noch eine Quest. Staatsbürgerschaft. Komm Leute, das mache ich noch. Das würde ich schon noch gerne machen. Ist ja nie verkehrt, wenn wir noch ein bisschen leveln. So. Okay, war mal. Aber ich steige jetzt mal hier ab vom Gaul. So. Jetzt mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist echt so eine Sache, wenn man Red Dead Redemption eine Zeit lang spielt und steigt dann wieder auf Assassin's Creed um. Gerade wenn man auf dem Pferd reitet und so, ist nicht ohne. So. Nee, dann machen wir auf jeden Fall die Quest da noch mit. Ist nicht verkehrt. Tempel des Asklepios. Okay, cool. Und wir haben schon auch über die Hälfte zu Level 17. Ist auch richtig cool. Und es ist dringend notwendig, dass wir dann auch weiter steigen vom Level. Habt ihr schon gesehen, die anderen Level sind alle 17, 18. Da ist es unabdingbar, dass wir da ein bisschen leveln, auf jeden Fall. So. Jetzt sind wir aber auch da, gleich da. So. Wie gesagt, ich finde es besser, wenn wir hier zu Fuß das alles da machen, als wenn wir jetzt mit dem Gaul da lang reiten und da und jemand umrempeln oder da nicht weiterkommen oder so. Ich mich nicht sehen lassen. Ist natürlich auch blöd. So. Okay. So. Aber jetzt ist definitiv ja nicht mehr weit. So. Okay, da vorne ist es. So. Ach, guck mal, den kennen wir doch. Was macht denn der hier? Ach, die kennen wir doch beide hier. Interessant. 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 Cassandra, du kriegst wohl nicht genug von mir. Ich behaupte nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber wir werden uns das für ein andermal aufheben müssen. Was immer du sagst. Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Wenn du ihn nur lange genug kennst, wirst du einen kleinen Hauch von Erkenntnis tief hinter seinen überschwänglichen Avancen finden. Ein Kompliment und eine Beleidigung im selben Satz? Der Mann hat wirklich Talent. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe einen Freund namens Sophanes, der Athener Bürger werden möchte. Aber er braucht etwas Hilfe. Deine Hilfe. Aha.
Ich helfe Sovanes. Ich bin gespannt, warum er ausgerechnet meine Hilfe braucht. Jeder Söldner wäre recht, ganz ehrlich, aber du bist mein Liebling. Du musst nur den Namen meines Freundes auf eine Liste schreiben. Warum kann sich Sovanes nicht selbst eintragen? Es muss einen Grund geben, warum Sovanes sich nicht selbst eintragen kann. Tja, er würde es tun, aber er ist längst nicht so geschickt, wie du es bist. Das heißt? Das heißt, du kannst Dinge, die er nicht kann. Alleine würde er sicher versagen. Aha. Warum will Sovanes Bürger werden? Warum Athen? Er ist doch sicher schon irgendwo anders Bürger. Jeder möchte ein Bürger Athens sein, auch wenn sie es nicht zugeben. Sovanes interessiert sich für Politik. Aber nur als Bürger darf er daran teilhaben. Aha. Warum bin ich dein Liebling? Mir war nicht bewusst, dass du eine Liste mit Lieblingssöldnern führst. Und ich stehe ganz oben? Oh ja, allerdings. Obwohl, wenn du ganz lieb fragst, dürftest du selbstverständlich auch mal nach unten. Oh, Alter, das klingt zu leicht. Es klingt ganz einfach. Sag mir, warum es das nicht ist. Es gibt ein kleines Problem. Du musst ins Metroon, das du nicht betreten darfst, und du musst den Namen gut genug fälschen. Also versucht er auf illegalem Weg, ein Bürger zu werden. Das hättest du sagen sollen. Ich versuche nächstes Mal daran zu denken. Das Gebäude, das du suchst, ist in der Nähe der Agora. Pass auf dich auf. Ich spiele weder auf Verwirrung noch andere Weise. Du hast deine Frage beantwortet und das... So, jetzt, das Erste, was wir jetzt machen, wir nehmen erstmal die Quest an, dass uns das gescheit angezeigt wird. So. Guck mal, was wir hier alles noch haben. Ja, das müssen wir jetzt mal... Staatsbürgerprüfung, genau, hier haben wir es. Und noch eine. Noch eine. So. Okay. Ich mache mich unsichtbar. Oh. Ja, das hat ja schon mal super geklappt. Na komm schon. Alter. Okay, der ist 19. Oh Gott. Ah, fuck, ey. Komm schon. Oh Mann. Das ist schwierig. Oh oh. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal stiften. So. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ah ja, okay. So. Okay. Wow, jetzt müssen wir erstmal rausfinden. Ah, okay. So ducken wir uns. Gucken, ob wir da so reinkommen. Okay. Das hätten wir. Okay. Achtung. So. So. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. So. Der Name ist drauf. Jetzt wieder zurück zu Alcibiades. Das war ja leicht. Können wir da noch was plündern? Nein. Oh oh. Ich glaube, da ist ein.
Ah, wir haben wieder einen Söldner. Und wieder einen Söldner am Arsch. Wollen wir mal gucken, ob wir noch schnell hier die Liste lesen können. Oh ja, guck mal, da haben wir auch noch einiges, was wir hier erledigen können. Ist doch auch geil. So. Okay, den Söldner lassen wir aber jetzt mal links liegen. Der interessiert uns jetzt nicht. So. Alright. Okay. So. Oh, ich glaube, hier sind wir falsch. Entschuldigung. Falsch verbunden. Okay, wir müssen erstmal hier kurz mal stiften gehen. So. Wir halten Ausschau. Das ist gut. So, bei ihm können wir das abgeben wahrscheinlich, aber erstmal wahrscheinlich nicht, oder? Doch, können wir. Sehr schön. Meine Lieblingssöldnerin kommt zurück. Sophanes Name ist auf der Liste. Doch es lief nicht so glimpflich. Verstehe. Manchmal muss Blut fließen. Du warst die Richtige für den Auftrag. Okay, sehr schön. So, Drachenmund hat's gegeben. Und nette Punkte. Ich würde sagen, wir bleiben auch dabei. Wir werden auf jeden Fall noch eine Nebenquest machen, würde ich behaupten. Ein Mitternachtsalbtraum hört sich doch zum Beispiel gut an. Wenn jemand bereit ist, mir zu helfen, einem verdammten Malakas eine Lektion zu erteilen, dann sollten wir uns unterhalten. Werden wir tun, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt Assassin's Creed Odyssey. Seid dann wieder mit dabei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Bye, bye.